Berlin, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG. Hier fand am 25. Januar der traditionelle Neujahrsempfang des Völklinger Kreises des Bundesverbands Schwuler Führungskräfte statt. Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verbänden waren der Einladung gerne gefolgt. Wir haben uns überlegt, dass es langweilig ist, wenn man immer mit sich selber redet oder mit den gleichen Interessengruppen oder Befürwortern dessen, was wir tun. Und wir haben gesagt, wir sollten mal das Thema Diversity thematisieren aus einem ganz anderen Bereich, der vielleicht auch so Schwierigkeiten hatte wie Manager, sich durchzusetzen. Und dann kam relativ schnell die Überlegung, auf den Sport zu gehen. Und nachdem wir mitbekommen haben, dass TO20er sehr offen dem Thema gegenübersteht und auch versucht im Sport, vor allen Dingen im Fußball, der ja schon ein schwieriger Mannschaftssport ist, für dieses Thema etwas zu bewegen, haben wir uns überlegt, wir laden ihn ein. Dem Präsidenten des Deutschen Fußballbundes liegen Toleranz und Akzeptanz am Herzen. Ja gut, ich denke, dass der Sport insgesamt, aber in besonderer Weise der Fußball, um den es ja hier geht, eine klassische Männersportart ist von seiner Geschichte her. Und deshalb halt in diesen Gefügen, in denen er sich bewegt, natürlich auch etwas konservativ ist in dieser Betrachtung. Und ich denke, dass auf dem Weg, den unsere Gesellschaft beschreitet, sich gegen Diskriminierungen jedweder Art zu wenden, wir gerade im Bereich der sexuellen Orientierung, im Bereich des Männerfußballs noch arbeiten müssen. Ich sehe, und das zeigen mir auch ermutigende Briefe, dass wir im Amateurbereich dort schon ein Stück weiter sind. Aber im Spitzenbereich des Profifußballs gibt es bisher keinen jungen Spieler, der, obwohl es einige geben müsste, sich deutlich auch zu seiner sexuellen Orientierung bekannt hat. Der Völklinger Kreis möchte das Anliegen des DFB unterstützen. Bedarf besteht auf allen Ebenen, sowohl im Profi- als auch im Laienbereich. Denn noch immer ist Homosexualität, besonders im Fußball, ein Tabuthema. Also ich teile seine Ansicht, dass man einem Profifußballer in der derzeitigen Gesellschaftssituation nicht empfehlen kann, sich alleine zu outen. Ich glaube, da muss das Klima noch erweitert werden. Deswegen habe ich vorhin schon angesprochen, mir wäre es lieber, dass Fußballer, die nicht so im Rampenlicht stehen, einfach mal zeigen, dass guter Fußball, auch männlicher Fußball, kein Widerspruch zu schwuler Lebensweise ist, sondern dass das zwei verschiedene Paar Dinge sind. Und dann gibt es irgendwann vielleicht mal die Situation, dass es gar keine Rolle mehr spielt, was ein Fußballer ist. Flagge zeigen und sich engagieren, das ist wichtig und auch nicht immer selbstverständlich. Noch immer besteht Nachholbedarf. Also ich denke, wir haben relativ viel erreicht in der rechtlichen Gleichstellung. Da ist fast alles durchgesetzt, beziehungsweise die europäischen Gerichte helfen uns da sehr. Jetzt müssen wir arbeiten an Abbau von Homophobie am Arbeitsplatz, im Sport, in der Gesellschaft, dass Schwulsein, Lesbischsein was Natürliches wird, wie alles andere auch. Ich denke, viele wissen schon, dass das Thema wichtig ist und Toleranz und Offenheit für alle Menschen und insbesondere die schwul-lesbische Community wichtig sind. Aber manchmal hapert es so an der persönlichen Umsetzung, aufgrund der eigenen Lebenserfahrung, aufgrund der Sozialisation, die man mitgebracht hat. Also das Wissen und das Handeln sind manchmal noch nicht ganz identisch. Dieser Herr, der hier war heute Abend, hat viel gesprochen über Diversity eigentlich in Football. Fand ich sehr interessant. Natürlich habe ich ein bisschen, vielleicht bin ich eine von den Personen, die ein bisschen mehr erwartet hat, aber trotzdem, ich finde, dass einfach nur dieses Subject ist schon sehr wichtig und das einfach nur, dass wir das adressiert, ist schon sehr gut und dass man mindestens dann anfängt, mit so einem Thema auseinanderzusetzen. So eine Veranstaltung muss eigentlich auch sich irgendwann vielleicht sogar übrigen dürfen, weil der Verband der schwulen Manager ist heute noch ganz spannend und interessant und wichtig, aber hoffentlich in vielen Jahren hat es sich überholt. Es gibt viel Nachholbedarf. Also ich glaube, wir sind da gerade erst am Anfang und da stimme ich Herrn 20er mit ein. Wir haben gerade angefangen, darüber zu reden, würde ich mal sagen. Und zwar in allen Bereichen, ob das jetzt die Wirtschaft ist oder der Fußball oder die Gesellschaft. Deshalb denke ich, man muss erstmal in den Dialog treten. Also das müsste der nächste Schritt sein, um auch Themen wie schwul-lesbische Themen diskutieren zu können, offen ansprechen zu können, aber auch jedem die Freiheit zu lassen, drüber zu reden oder auch nicht zu reden. Gegründet 1991 setzt sich der Völklinger Kreis für diskriminierungsfreie Berufs- und Lebensbereiche schwuler Führungskräfte ein.
Deutschlandweit sind die rund 700 Mitglieder in 20 Regional- und 13 Fachgruppen organisiert.